Hallo und willkommen zu unserem Video im Rahmen unserer Reihe Märkte und Trends 2022, Aufschwung All Inclusive. Das ist mein Kollege Christian Abelt, mein Name ist Patrick Franke. Heute reden wir über die Geldpolitik und über die Frage, welche der großen Notenbanken zuerst die Zinswende einleitet. In der Pandemie haben die Zentralbanken ja international mit einer äußerst expansiven Geldpolitik reagiert. Angesichts von Rekordwerten bei der Inflation ist diese Phase aber inzwischen vorbei. Eine erste Zinserhöhung ist nur noch eine Frage der Zeit. Werfen wir zuerst einen Blick nach Großbritannien. Wie sieht es da aus? Ja, die Bank of England war lange Zeit relativ entspannt, hat sogar zwischenzeitlich über Negativzinsen nachgedacht, aber dann hat sie doch jetzt im Spätsommer ihre Meinung deutlich geändert. Jetzt sieht sie die Risiken eindeutig eher auf der Inflation. Und das spiegelt sich auch da in den Daten wieder, wie Sie hier sehen, dass die hellblaue Linie, die Inflationsrate, ist in den letzten Monaten deutlich nach oben geschossen, also sehr hohe Niveaus, wenn der Leitzins da immer noch quasi nahe der Nulllinie ist. Ja, was ist der Grund für die höhere Inflation? Es sind zum einen die Energiepreise, aber zum anderen haben wir auch in den Kernraten, das heißt ohne Energie und Nahrungsmittel, relativ hohe Raten. Wir haben durch die Pandemie Sondereffekte und was es an Knappheiten in der ganzen Welt gibt, gibt es in Großbritannien noch besonders, vor allen Dingen am Arbeitsmarkt. Und da hat auch der Brexit eine Rolle gespielt, dass da Arbeitskräfte deswegen fehlen. Die Arbeitslosenquote ist relativ niedrig, die Löhne steigen mittlerweile doch recht deutlich in Großbritannien. Also von daher ist die Bank of England nervös geworden. Die Wachstumsraten an sich sind, ja, lassen ein wenig nach. Allerdings hatten wir von sehr hohen Wachstumsraten in diesem Jahr von 7%, im nächsten Jahr mit rund 4% immer noch überdurchschnittliche Wachstumsraten. Die Bank of England wird von daher wahrscheinlich im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten ihren Leitzins anheben. Das Anleihekaufprogramm läuft Jahresende schon aus. Kurzfristig kann es noch sein, dass die neuen Entwicklungen in der Pandemie den ersten Zinsschritt einen Tick noch verzögern, aber sie wird in den nächsten Monaten dann doch reagieren und in dem Sinn relativ frühzeitig ihren Leitzins anheben, dann ersten Schritt auf 0,25 und wahrscheinlich werden dann im Laufe des Jahres noch weitere Schritte in Richtung 0,75 dann erfolgen und so, dass wir da gewisse Zinsschritte sehen. Im historischen Vergleich wäre das immer noch sehr niedrige Zinsen, auch im Vergleich zur aktuellen Inflation, aber das wäre immer ein Anfang. Geht die Fed damit? Ja, die US-Notenbank hat ja verglichen mit der Bank von England oder auch der EZB in der Pandemie viel extremer reagiert. Die Geldmenge ist in den Vereinigten Staaten schier explodiert. Und mitten in der Krise im Sommer 2020 hat die Fed ihre Strategie und ihre Ziele geändert. Man sieht hier diesen Zielpfad. Das ist ein Anstieg des Preisindex für Konsumausgaben um etwa 2% pro Jahr. Das ist das neue Ziel. Der Hintergrund dieser Umstellung war, dass man sich davon mehr Flexibilität erhofft hat, den Leitzins länger niedrig zu halten, weil man davon ausgegangen ist, dass die tatsächliche Entwicklung, also die blaue Linie, auf absehbare Zeit unterhalb der roten Linie sein wird. Das ist gründlich nach hinten losgegangen. Wie man sieht, die tatsächliche Entwicklung in der Realität sieht ganz anders aus. Das Preisniveau ist deutlich stärker gestiegen, als man 2020 erwartet hätte. Und tatsächlich sind wir jetzt schon da, wo man eigentlich erst im Jahr 2023 sein wollte. Wir gehen vor dem Hintergrund dieser hohen Inflation und auch der robusten Konjunktur davon aus, dass die Fed kurz nach dem Ende ihres aktuellen Anleihekaufprogramms den Leitzins zum ersten Mal anheben wird. Und aus unserer Sicht wird dieser Zeitpunkt in der zweiten Jahreshälfte 2022 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt wird dann auch in den USA ein aus unserer Sicht überfälliger Zinserhöhungsprozess beginnen. Ja, die Prognosen zur Geldpolitik sind eingebettet in unser Hauptszenario. Hier finden Sie auch Prognosen zur Konjunktur, zur Inflation oder zu den Kapitalmärkten. Das ist halt in unserem Hauptszenario Aufschwung All Inclusive. Wir haben auch Alternativszenarien, ein Negativszenario Horrortrip und ein Positivszenario Traumreise. Ja, wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und klicken Sie gerne rein bei helaba.com. Hier finden Sie Beiträge zu den einzelnen Themen. Sie können sich auch das gesamte Dokument, den gesamten Jahresausblick nochmal als PDF runterladen. Oder Sie können auch zu einzelnen Themen auch nochmal Videos anschauen.
Und wir hoffen, dass wir Sie damit Ihr Interesse geweckt haben und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.